Pyramiden als Grabstätte gibt es nicht nur in Ägypten. Auch die Lausitz kann damit aufweisen. Zu verdanken hat die Region dies wohl einen der faszinierendsten Männern des 19. Jahrhunderts. Er war ein erfolgreicher Schriftsteller, charmanter Verführer und vor allem ein genialer Parkgestalter. Heute vor 150 Jahren ist Fürst Pückler gestorben, am 4. Februar 1871. Und er wurde ein paar Tage später auf ganz besondere Weise hier beerdigt. Wir werden gleich den Stiftungsdirektor Dr. Stefan Körner treffen und mit ihm über Pückler, aber auch über diesen besonderen Tag sprechen. Fürst Pückler wurde 1785 auf Schloss Muskau geboren. 1846 zog es ihn nach Branitz bei Cottbus. Er war leidenschaftlicher Parkgestalter, der mit der Baumpflanzmaschine hunderte Bäume verpflanzen ließ, künstliche Seen schuf und Pyramiden baute. Er wurde zum Begründer der Landschaftsarchitektur in Deutschland. Heute wird das Erbe in Branitz von einer Landesstiftung verwaltet und bewahrt. Wir haben heute hier in kleiner Form dessen das nachvollzogen, was es im 19. Jahrhundert immer wieder gab, ein stilles Gedenken der Gärtner mit Kränzen der Honoratioren von Stadt und Land und Freundeskreisen an der Seepyramide. Und eigentlich wäre es so gewesen, dass man die Kränze auf die Gedenksteininsel hätte hinübergestarkt in einer Gondel. Aber es ist genauso wie 1871, der Tumulussee ist zugefroren. Für Pückler, als er in den Tumulus einfuhr, musste eine Brücke gebaut werden. Und heute haben wir hier die Kränze deshalb an der ägyptischen Treppe niedergelegt. Pücklers Leben ist zwar Vergangenheit, doch sein Wirken kann auch für den neuen Aufbruch in der Lausitz Vorbild sein. So zumindest sieht es der Stiftungsdirektor Dr. Stefan Körner. Wenn man heute oder in den letzten Tagen die Zeitung aufgeschlagen hat, nicht nur die regionalen, sondern auch die überregionalen, Fürst Pückler war überall. Der hat also als historische Persönlichkeit, der lange tot ist, anscheinend immer noch ein großes Eigenleben, Selbstleben. Die Legenden, die Mythen sind so stark und so groß, dass er uns bis heute ganz viel Spannendes zu sagen hat. Und wenn wir uns den Erdbändiger anschauen, der, wie er sich bezeichnen ließ, und hier den Branitzer Park aus dem Nichts, wie es heißt, angelegt hat, aus der Wüste eine Oase gemacht hat, hat er ganz viel mit dem, was heute in der Lausitz geschieht. Wieder wird hier Erde gebändigt, umgegraben, neu geschaffen. Vom Seenland bis zum Spreewald entstehen hier neue, wunderbare Landschaften. Und da ist Pückler natürlich eine Steilvorlage aus der Vergangenheit für die Zukunft. Der von Pückler geschaffene Park in Branitz feiert in diesem Jahr auch ein Jubiläum. Für die Besucher, die normalerweise zu Tausenden im Jahr durch das Landschaftsparadies wandeln, wird so einiges vorbereitet. Der Park hat Geburtstag. Vor 175 Jahren wurde die Branitzer Parklandschaft begonnen. Der erste Spatenstich, Fürst Pückler und seine Lucy begannen hier umzugestalten auf die alten Tage. Er war knapp über 60, hier ein neues, großes Meisterstück zu machen. Und wir wollen das wahrnehmen und wollen schauen, was war in dieser Zeit los, wie begann alles. Wir wollen einige Orte im Park, den Rehgarten wieder zeigen. Wir haben neue Wege angelegt und wir werden eine Ausstellung im Marstall zeigen, die da heißt Pückler Industriös und eine ganz besondere Sicht auf die Zeit der industriellen Revolution aus dem Blickwinkel Pücklers zu zeigen. Und da sind wir dann auch schon wieder im Strukturwandel der Lausitz. Er stand am Anfang dieser industriellen Zeit. Heute wandelt sich die Industriekultur dieser Region wieder. Und damit sind wir wieder ganz von der Vergangenheit im Hier und Heute. Das Schloss ist aufgrund des Lockdowns derzeit verwaist. Besucher sind hier nicht zu finden. Wir treffen Dr. Simone Neuhäuser. Sie ist Kustorin innerhalb der Stiftung. Frau Dr. Neuhäuser, wir kommen gerade von der Zeremonie zum 150. Todestag von Fürst Pückler. Und Sie haben keinen Kranz und keine Blumen hingelegt, sondern eine besondere Schachtel Pralinen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht hätte er Kränze doch etwas langweilig gefunden. Denn dieser kluge, kreative und leicht verrückte Mann, der so viel Schönheit hinterlassen hat, war ja auch ein berühmter Feinschmecker. Und er liebte vor allem Kirschen. Das können wir seinen berühmten Tafelbüchern entnehmen, in denen er aufgeschrieben hat, was er seinen Gästen serviert. Und Kirschen gab es in allen Formen. Nun ist es in dieser Jahreszeit im Februar leider sehr schwer, Kirschen frisch zu bekommen. Deswegen dachte ich an diese klassische Kirschpraline, die ja mittlerweile auch ein gewisses Alter hat. Und zu diesem besonderen Tag sind wir heute noch in besonderem Raum. Leider können ja die Besucher und Gäste es gar nicht so erleben. Wir sind im Lockdown, aber für die Zuschauer haben Sie heute mal die Türen geöffnet. Und in welchem besonderen Saal befinden wir uns denn? Ja, wir stehen im Hauptsaal unseres Schlosses in Branitz. Der hat eine ganz besondere Geschichte, denn einerseits sehen Sie die wunderschöne grüne
Vertäfelung an den Wänden, die stammt noch aus der Zeit des Großvaters des Fürsten. Und andererseits sehen Sie diese wunderbare blaue Stuckdecke mit goldenen Sternen. Das ist nicht wirklich die Erinnerung an die Europäische Union, sondern mehr der Geschmack des Fürsten. Denn er ließ diese Decke hinzufügen, also er beließ das, was der Großvater an den Wänden hat schmücken lassen, aber er fügte diese blaue Decke mit goldenen Sternen und Engelsköpfchen hinzu. Es gibt ja einen Raum auch hier im Schloss, der natürlich für den heutigen Tag auch nicht unwichtig ist, denn man weiß, glaube ich, genau, wo und wie Pückler gestorben ist. Können Sie dazu was sagen? Ja, das wissen wir, dass er im oberen Geschoss in seinem türkischen Zimmer verstarb, und zwar um 23.05 Uhr, also in der Nacht vom 4. zum 5. Februar 1871, also umgeben von seinen Souvenirs, von seinen Reisemitbringseln, verstarb er friedlich an Altersschwäche. Fürst Pückler war ein Genie. Seinem grünen Daumen verdankt Deutschland so außergewöhnliche Parklandschaften wie hier in Branitz. Sein Schloss lässt den Besucher in sein Leben hautnah eintauchen. Wer nach dem Lockdown einen Ausflug plant, sollte Pücklers Erbe in Cottbus-Branitz ganz oben auf der Liste stehen haben.